Willkommen zurück zu Spec Ops Align. Luft ist rein, Walker. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Der Sandsturm ist vorbei. Jetzt geht's weiter nach dem Sandsturm in der letzten Folge. Da haben wir einen Sandsturm überlebt. Der größte Tower Dubais. Dahin. Aha, okay. Das machen wir mal. Aber in der letzten Folge haben wir einen Sandsturm überlebt. Ich muss mit dir reden, wegen vorhin. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich hab dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. Ihr müsst mir vertrauen. Ich trau dir, Walker. Ich denk nur, du liegst falsch. Tja, machen wir erstmal das Geheime. Info anhören. Wir haben auf einen Tipp hin die ausländischen Hilfsstationen im Stadtzentrum besucht. Wir fanden Leichen. Ist nichts Neues. Nur, dass diese erschossen wurden. Und verbrannt. Und zu den Leichen noch ihre Pässe. Nur einer war noch lesbar. Zoe Strasburg, 29. Deutsche Helferin. Es heißt, ein Paranoiker ist einer, der alle Fakten kennt. Ich kenne nicht alle Fakten. Aber ich habe eine Scheißangst. Ich will nicht glauben, dass die Behörden ausländische Helfer hinrichten. Was das für die Evakuierung bedeuten könnte. Aber die Fakten, die kann man nicht ignorieren. Ich muss den Colonel finden. Sofort. Ohne Verdacht zu erregen. Wenn ich einen Funkspruch absetzen kann, besteht vielleicht noch Hoffnung. Wenn nicht, dann helfe Gott Dubai. Deutsche Helferin. Was lernen wir daraus? Niemals nach Dubai fliegen. Das ist eine Falle. Sehe ich jetzt schon. Hört sich wie ein Feuergefecht an. Da vorne. Verdammt, wenn mich jemand hört. Hier ist Riggs. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe. Schnell. Riggs? Scheiße. Gut hat's der 33. gesteckt. Das ist unsere Schuld. Wartet! Dreht sie zu! Walker, schnapp dir die RPG! Ich wollte ihn jetzt heimlich... heimlich still und leise... Sie kommen seitlich! Noch mehr Rebellen! Ja. Von hinten! Achtung! Keine Rebellen! Deltas! Ist irgendwo ein Auto oder was, oder? Delta Force Kräfte! Wer ihr auch seid, danke für die Hilfe! Haltet uns die Kerle vom Leib! Gegner erledigt! Verteidigt die Rückseite! Ja. Scheiße! Was, wo? Vorsicht, Feind bewegt sich! Ich will meine Waffe wieder. Und jetzt. Ja, genau. Gib mir Deckung! Mach den fertig! Okay, bin dabei! Ich brauch hier Deckung! Dass der manchmal von alleine die Deckung verlässt, das nervt. Und wie lange die brauchen, einen umzulegen? Muss wieder ich machen. Da kommen noch mehr! Aus der Bank! Ja, ich seh's. Feind, bewege dich! Feisig, schnapp sie! Scheiße! Los jetzt! Ja, schon. Oh, Nahkampf. Oh, ich glaub. Ja, ich wollte gerade sagen, ist auch richtig doof, wenn die. Also ich dachte, unser ist am Boden. Zieht sich zurück. Das ist der letzte. Kommt hierher. Bisschen Munition sammeln. Schnell! Ja, sind schon unterwegs. Captain Walker, Jeff Riggs, kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet. Schon gut. Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet. Ziemlich frech, der junge Captain. Er heißt Sergeant Lugo und er hat recht. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie den Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Dazu, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen.
Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Scheiße. Granate! Deckung! Shit! Ich sehe nichts. Bleibt unten! Sichtkontakt! Ist es Riggs? Nein, da Delta! Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack! Du bist tot! Na los, ihr kostet mich Zeit. Da kommen sie, Jungs. Feuer frei. Oh, shit, ich hab keine Deckung. Ich hab keine Deckung. Oh, war das knapp. Die geben uns Zeit abzuhauen. Feuer bündeln! Die sind erledigt! Er schießt hier, oder? Mach ich das selber. Hab einen! Meine Güte, ehrlich. Also manchmal denke ich, die sind echt scheiße. Scharfschützen! La, genau. Lenken Sie für mich ab! Ich bin unterwegs! Riggs, verdammt, wo stecken Sie? Ich hätte was? Euch hier den Arsch. Oh. Nichts zu danken. Tango, beweg dich! Oh, leg shit, den um. Gehört zu mir. Rücke aus! Blende die Arschlöcher! Windgranate! Feinde auf dem Dach! Hab das Schwein! Feinde auf dem Dach? Welches Dach? Nee, hier nicht. Okay. Doch. Hä? Was? Ja, was schießt der? Egal, ich geh unten weiter. Er ist ungedeckt! Leg den um! Was? Ah, da war ich. Ich dachte, das sind schon keine mehr. Dass die da immer wieder weiterkommen. Ich denke da immer, dass ich dann weitergehen muss. Weil keine mehr kommen. Und sobald ich das mache, kommen dann wieder welche. Shit! Ich sehe nichts. Bleibt unten! Sichtkontakt. Ist es Riggs? Nein, da Delta. Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack. Du bist tot. Na los, ihr kostet mich Zeit. Rücken, Delta, da kommen sie, Jungs. Feuer frei. Ich hol meine Leute da raus. Klingt nach einem Plan. Barrikadiert die Tür. Die geben uns Zeit abzuhauen. Lade nach! Scharfschützen! Ja, genau. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Riggs, verdammt, wo stecken sie? Oh, ich rette euch hier den Arsch. Nichts zu danken. Bin mir nicht sicher. Eigentlich retten wir ihn den Arsch, aber... Ich will ja nichts da schreien, also... Ich bleib jetzt schon hier, weil... Wenn ich da rausgehe, dann bin ich wieder der Arsch. Obwohl, irgendwo muss ich ja weiter. Hierher. Hier ist okay. Die Geräusche, die sie immer machen. Merken wir richtig, dass das Spiel relativ alt ist. Aber immer noch ganz gut, finde ich. Macht Spaß. Selbstspielen lohnt sich. Auf was schießt du? Ist doch noch wer, oder wie? Ich komme zu dir. Alles klar, der lebt ja noch. Scheiße! Oh, shit. Ich steck fest, verdammt! Oh, shit. Blendgranate! Haftgranate! Haftgranate! Wo bleibt mein Feuerschutz? Haftgranate! Wir haben zu fahren! Hab den Schweren! Der menschliche Faktor. Scheint alles klar zu sein. Wenn ihr Jungs soweit seid, treffen wir uns in der Küche. Und dann machen wir uns erstmal einen richtig saftigen Burger zum Essen. Oh, ein Burger wäre jetzt geil. Warte nach. So, erstmal wieder Munition sammeln, weil viel habe ich nicht mehr. Hallo. Los, rein. Sie haben uns nichts zu sagen, Mr. CIA. Oh, ich Lugo. Die CIA hat diesen Krieg nicht angefangen. Aber den Leuten hier Waffen geliefert. Diese Leute wollten den Aufstand. Von uns kam nur das Werkzeug. Werkzeug, das sie tötet. Reden Sie sich das nur ein, Junge. Hier ist auch kein Geheimnis. Nee, gut, dann gehen wir weiter zu dem schönen, wunderschönen orangen Licht. Ich
komm, ich werde die ganzen Fackeln hingelegt. Hat genau auf unseren Weg. Aufgepasst, wir kriegen Besuch. Such deine Deckung! Hinterher! Ah! Oh, shit. Wieder einer. Der steht einfach mitten da. Sobald ich Millisekunde rausgucke, bin ich tot. Feind ausgeschaltet! Jo. Kann ich da hochgehen? Siehst du, jetzt hab ich ihn mit dem Arsch gerettet. Eindeutig, eindeutig für mich. Rücke aus! Arschloch. Feind mit Schrotflinte! Vorsicht! Ach, der ist... Noch einer. Wieder einer weniger. Will ich vorgehen und dann kommt der mit der Schrotflinte um die Ecke. Das war schon hart. Also nicht wundern, wenn ich so ein bisschen blöd wie rumlaufe, aber ich suche mal ein bisschen sowas wie, ja gut, das vielleicht ist nicht, eigentlich Munition und Geheimnisse. Geheimnisse. Weil Geheimnisse ist das, was aufgedeckt werden müssen. Das ist es, Jungs. Das Dubai Aquatic Colosseum. Nach meiner Schätzung befinden sich an die 170.000 Liter H2O in diesem Gebäude. Das ist das Herz von Dubai. Schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben sie es kapiert. Meine Leute machen ein Störmanöver vom Haupttor. Das hält die 33. auf Trab und wir schleichen uns hinten rein. Ihr nehmt Einheimische als Lockvögel? Sie verstehen, dass man Opfer bringen muss. Hm, abgesperrt. Genau. Scheiße, fest, wir sind entdeckt. Haben Sie einen Plan, Rix? Drängt sie zurück. Ich mach die Tür auf. Das soll doch wohl ein Witz sein. Vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Sperrt oh, aus, ich von da. Scheiße, die rücken von hinten an. Geht die Deckung. Soll auch sagen, es ist ja von hinten. Aber verdammt. Warte doch, gib mir Deckung. Hä, ist jetzt explodiert oder so? Ich empfange eine Feindfrequenz. Lass hören. Da sind sie! Na, ich bin geblendet! Feind bewegt sich! Vorsicht! Ist ungedeckt! Ich habe ein Problem. Schalten Sie ihn aus! Ja, es ist... Ich werde hier platt gemacht! Legt den um, verdammt! Leute, Leute! Leute! Bitte! Ich weiß gerade nicht, was Nahkampf ist. Ach doch, ich weiß, was Nahkampf ist. Den dran an den Dreckskerl! Au! Schnell, 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 schnell. Ich kann nachladen. Die habe ich noch nie gesehen. Das Solo Squad. Die Antwort der 33. auf alle Probleme des Lebens. Haltet die Augen offen. Wenn Solos auf die Jagd gehen, gibt es keinen Halt. Schrotflint auf dem Weg. Er ist ungedeckt. Links rum. Wieder einer. Oh, shit. Wieder ein. Scheiße. Tango bewegt sich. Leg den um. Ah, oh, schon wieder keine Muni, Alter. Oh Mann! Wir werden hier oben überrannt! Rix, die Tür auf, los! Los, ehrlich! Langsam wird's echt knapp, so, die Muni. Muni-Knappheit. Oh Gott sei Dank. Die Tür ist offen, los! Okay. Ich hasse alles. Beeilung, Walker! Ja, ich dachte, die Tür ist offen. Keine Ahnung. Ganz unten ist ein Parkhaus. Hinter Ihnen! Warum macht er die wieder zu? Oh, Scheiße! Oh. Worauf wartet ihr? Los, los! Ziel nicht auf uns. Ich werde hier nicht Händchen halten. Ja, doch. Ich will aber. Moment. Hier stimmt was nicht. Was ist denn? Wir sind nicht allein. Ach.
Wir sind entdeckt! Vorrücken, Bewegung! Kontakt! Oh, Scheiße! Entdeckung! Oh. Und bleib liegen, verdammt! Nicht gut. Verdammt! Ich brauch die Entdeckung! Beschuss. So. Hier wurde ein Mann getroffen! Ja. Feind bewegt sich! Soldaten sollen auch Männer sein. Ach. Klar, das ist dann ein Mann, wenn ich einen Soldaten erledige. Wow. Danke dir. Ach, da ist ein... Shit, was mache ich denn da jetzt? Und bleib liegen, verdammt! Da, an dem G! Okay, bin dabei! Oh, shit. Ach, Scheiße! Schwerer Trooper! Schalte die Schlanke aus, verdammt! Was? Noch ein schwerer? Wieder einer weniger! Ich hab keine Granaten mehr. Konzentriere mich weiter auf das Ziel! Danke dir. Scheiße, Mann am Boden! Mann am Boden! Scheiße! Unter Beschuss! Shit, was mach ich denn da? Wir sind verletzt! Granate! Haftgranate! Oh, ich hab's überlebt. Leck mich am Arsch. Haftgranate! Komm schon, lass mich nicht zurück! Scheiße! Lass mich nicht zurück! Ich komm hier schon. Schieß auf die Lüftung, mach die sind voll Sand! Ja, Muni alle. Das ist nicht... Nein, ich wollte die doch gerade retten, Mann. Warum rennen die da auch vor, die Vollidioten? Oh, ich hasse es, wenn die KI doof ist. Ich hasse das so sehr. Moment, hier stimmt was nicht. Was ist denn? Wir sind nicht allein. Wir sind entdeckt! Feuer öffnen! Vorsicht! Feind! Feind ausgeschaltet! So. Er ist ungeschützt! Vorsicht, Feind bewegt sich! Ihr bleibt jetzt mal hinten, oder war das vielleicht, weil ich den Befehl gegeben habe, dass sie auf den Wagen da hinten ein bisschen feuern sollen? Sind die dann deswegen vorgegangen? Ich hoffe mal. Ja, nee, passt gehen auf schon. Die Schrotflinte auf! Naja, ich weiß es nicht. Die gehen schon so auch vor, ne? Oh, Mann, oh, Mann. Lade nach! Haltet sie mir vom Leib! Da will einer aus Entdeckung! Gegner erledigt! Na, wo ist denn der Fette jetzt? Kommt der nochmal? Ich glaube, ich muss Feind vorgehen, oder? Ja. Das ist eine schwere Truppe! Okay, jetzt kämpft er. Hab ein! Was ist denn das? Kommt aus der Deckung! Der schwere Trooper, wo ist denn der? Kommt der jetzt? Da. Vorsicht, Feind! Werfe Haftgranate! Werfe Haftgranate! Oh. Gut, der ist weg. Scheiß schweren Trooper! Wo zum Teufel ist Riggs? Hatte wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Schön wär's, was? Da. Ich geh mal eins weiter vor. Noch eins vielleicht. Schieß auf die Lüftung! Die sind voll Sand! Wo wollen die hin? Ich trau mich nicht zu weit vor, also ich geh jetzt erstmal hierher. Bleibt unten! Gebt ihnen keine freie Schussbahn! Ich schalte ihn aus! Na, ich Befehl vielleicht zurücknehmen. Ah, shit. Komm da raus! Bin dran an dem Dreckskerl! Ja, ich will auch ran. Ja! Tango erledigt! Perfekt. Ist da noch einer? Lol. Wo wollen die hin? Da ist ja noch einer.
Das war's. Die Musik geht aus. Das war's. Ich hätte da drauf schießen können, glaube ich. Ja, sowas weißt du erst im Nein. Das kannst du ja nicht riechen. Das waren alle. Alter, los, wir sind fast da. Ihr sichert die Trucks. Ich trommel den Rest meiner Männer zusammen. Wir sehen uns drin. Mhm. Habe ich da noch Munition und dann... Da habe ich auch mehr Munition. Genau, perfekt. Ich traue ihm nicht. Ich auch nicht. Ja, also aber mit dem Rix und seine Männer sind gerade die einzigen, die uns nicht töten wollen. Mit dem Reinschleichen hat er nicht so gut funktioniert, ne? Ohne Wasser werden alle in dieser Stadt sterben. Auch ihre Männer. Rix will niemanden retten. Er will die Wahrheit begraben. Zusammen mit den Leichen. Tja, das wissen wir nicht. Also, mir kommt da gar nicht mehr so böse vor. Ja, Sir. Draußen sammeln sich Aufständische. Halten Sie sich in Bereitschaft, während wir die Sache regeln. Verstanden. Die haben uns nicht auf dem Schirm. Erledigt die Wichser. Was war ein Nahkampf? Scheiße! Kontakt! Kann man das nicht mal einmal heimlich machen? Geht gar nicht, ne? Keine Chance. Der Scharfschütze muss weg! Oh shit! Ich muss kurz regenerieren. Nee, keine Chance, Alter. Millisekunde guckst du raus, tot. Millisekunde. Oh Gott. Ich traue ihm nicht. Ich auch nicht. Aber Rix und seine Männer sind gerade die einzigen, die uns nicht töten wollen. Überlegen Sie sich, wem Sie helfen. Oh, ich habe einen Schalldämpfer. Ohne Wasser werden alle in dieser Stadt sterben. Auch Ihre Männer. Rix will niemanden retten. Er will die Wahrheit begraben. Zusammen mit den Leichen. Oh, ich muss da runter. Vingeda, hören Sie? Ja, Sir. Draußen sammeln sich Aufständische. Halten Sie sich in Bereitschaft, während wir die Sache regeln. Verstanden. Die haben uns nicht auf dem Schirm. Erledig die Wichser. Mann, Tango, beweg dich! Leg ihn um! Unter Beschuss! Ich merk's, dass ich unter Beschuss bin. Der zieht die ganze Zeit auf mich. Oh, der hat geschossen. Der hat geschossen. Mal kurz warten, bis die einmal nachladen müssen. Geh in der Deckung! Oh, das ist immer so ein Todesurteil. Da kommen noch mehr! Aus dem Erdgeschoss! Oh, jetzt hat er mich voll erwischt. Aber ich hab ihn auch erwischt, also er ist tot. Unten einer. Den habe ich erwischt. Scheiße! Oh Mann, das sind so viele. Nein, daneben! Hab ihn! Ich was? Ich habe keine Muni mehr? Oh nein. Ach Mann! Ich mach das immer falsch! So. Sind unterwegs! Da ist ja noch eine Sniperer. Nein! Schrotflinte unterwegs! Mich jetzt erwischt. Der da hinten. Schieß.
Hä, der lebt noch? Nee. Er ist ungedeckt! Leg ihn um! Ich habe jetzt eben nochmal drauf geschossen. Wo sind jetzt noch welche? Da unten ist noch einer. Lade nach! Na, wie viel denn noch? Scheiße, Mann am Boden! Mann Hilf am Boden! Auf, niemand okay, kann. Ich kümmere mich um ihn! Hey, wo sind die? Lugo ist wieder auf den Beinen! Oh Gott! Ah, scheiße, sie haben alles erwischt! Ich will, dass du ihm hilfst! Ich mach das! Shit! Steh auf, komm, ich helf dir, Mann! Lugo ist getroffen! Los geht's! Ja, ich helfe ihm! Ich weiß ja nicht mal, wo die sind. Alles klar. Da unten ist einer. Achso, das waren nur meine. Genau. Hier sind wir ein bisschen Scout-Munition. Man hätte ja hier einfach direkt runterspringen können. So ein Pool oder so. Oh shit! What the hell? Verdammt nochmal! Ja, den musste ich schnell ausschalten, weil der auf uns zugelaufen ist. Das war nicht gut. Weil der die Mission dort voll ewig. Hab das Schwein! Muss nachladen! Geht mit Deckung! Oh Mann, 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 Mann. Ah! Au! Wo ist er denn? Da. Hab ein! Unterwegs! Da kommt noch ein Trupp von unten hoch! Oh nein! Vorsicht, das ist noch nicht vorbei! Viele kommen denn noch? Von unten? Nee, doch. Da unten ist noch einer. Der lebt nimmer, Klavi. Hab ihn! Oh, Muni auffüllen. Das höre ich gern. Ist gerade einer runtergefallen? Ich habe Angst, irgendwo runterzugehen. Hab und plötzlich überrascht zu werden. Mit einer Strohflinte oder so. Das gefällt mir nicht. Hey, der lebt noch. Ehrlich? Ah, das sind meine Kollegen schon mal. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich muss dann da lang. Lade nach! Gegner kommen vom Pool! Mach sie platt! Vom Pool, vom Pool, vom Pool. Hä? Ach, da ist sogar Wasser drin. Nice. Dich habe ich genau gesehen. Dich habe ich genau gesehen. Wenn ich runterrenne, ist er der Erste, der mich umbringt. So. Bleib liegen, verdammt! Ja, genau, das dachte ich mir so. Schrotflinte in Sicht! Ich muss nachladen. Mach den fertig! Na, da ist nix. Trotzdem noch mal gucken. Weil hier gibt's Granaten. Und da sind welche. Tango, nicht! Bam, wieder drei weniger. Oh, shit! Oh. Alter, hat der mich gerade erschrocken. Ich muss die Folge beenden, Mann. Wann kommt der nächste Kapitel? Wir brauchen diese Trucks. Anders kommen wir hier nicht weg. Welche Trucks? Ach, die Trucks. Die Trucks. Tangos kommen von rechts. Schafft die Trucks hier weg. Sie
schnappen sich die Trucks! Zwei Trankwalker! Feindbewegung! Da! Da! Wieder einer! Beim Automaten! Die sind erledigt! Muss nachladen! Gut. Schaltet ihn aus, verdammt! Ich lege ihn um! Sind da noch welche? Nee. Halt getötet, er ist tot! Ich trau mich nicht noch weiter vor, aber gut. Hilft nix. Ich muss dahin. Okay, schnappen wir uns diese scheiß Trucks! Ja, aber mit den Fahren. Oh Gott, oh Gott. Auf dem Arm bei den Trucks! Gegner erledigt! Ich steck das scheiße MG aus! Okay, bin dabei! Scheiße, Adams ist getroffen! Heb ihn auf! Niemand bleibt zurück! Ich geh da nicht hin. Ich mach das! Weil die halten ein bisschen mehr aus wie ich. Jawoll! Nice, geil. Waren die nicht eingebuddelt im Sack? Ihr lebt noch. Im Sand. Falls das so bleiben soll, empfehle ich das. Hopp, hopp, Leute. Wir werden diese Stadt in die Knie zwingen. Tja, dann bis dann. Soll ich ihn abknallen oder machst du es lieber selbst? Wenn wir das hier überleben, gehört er dir. Diese Sache hat ihren Preis, Walker. Ich hoffe, Sie sind bereit, ihn zu zahlen. Ja, ich hoffe, ich bin's auch. Damit bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuschauen und das wird ein heißer Ritt. Bis zur nächsten Folge. Feuer frei!